Hello? Yeah, who? What's up? Nothing, B. Just watching the game, having a bud. So about you? Nothing. Watching the game, having a bud. True. True. What's up? What's up? Yo, who's that? Yo! Yo, pick up the phone! Hello? What's up? What's up? Hey there, what's up? Das, liebe Zuschauer, ist eine Routineformel und um die geht es in diesem Tutorial. Genauer gesagt um Routine- und Gesprächsformeln. Mit Formeln werden allgemein Sprechakte formelhaft ausgedrückt. Das heißt Wünsche und Flüche, Freude und Ärger, Lob und Kritik, Begrüßung und Verabschiedung, Warnung vor Gefahr oder Befehle. Dies geschieht prosodisch und meist zusätzlich syntaktisch, vor allem in Ausrufesätzen, die auch Exklamativsätze genannt werden, sowie in Form von Frage- und Imperativsätzen. Nur prosodisch markiert sind zum Beispiel Ausrufe wie Feuer! Hilfe! Gesundheit! Prosodisch und syntaktisch markiert sind beispielsweise die Exklamativsätze Mach's gut oder das Italienische Stammi bene oder das Englische Bless you, wenn jemand genießt hat, welches auf God bless you zurückgeht. Hier drückt die Verbform bless einen Wunsch aus und wäre mit einem Modalverb, also etwa möge Gott dich segnen, zu übersetzen. Beispiele für Routineformen in Form von Fragesätzen wären französisch ça va oder das deutsche was soll das. Eine Routineformel in Form eines Imperativsatzes liegt etwa vor in vergiss es oder im französischen ne m'en parlez pas. Auf diese Fälle gehe ich später noch ein. Formeln sind also oft syntaktisch satzförmig, in jedem Fall aber pragmatisch satzwertig und stellen somit, auch wenn sie nur aus einem einzigen Lexem bestehen, eine vollständige kommunikative Äußerung dar. Dass Formeln Sprechakte ausdrücken, sieht auch der französische Germanist Maurice Coffert so, der Formeln Acte de langage stéréotypé, also stereotype Sprechakte, nennt. Sie dienten nicht dazu, einen Gegenstand, eine Person oder eine Handlung etc. zu bezeichnen, seien also nicht referenziell, sondern wirken an der Realisierung eines Sprechaktes mit. Sie seien also rein pragmatisch und hätten illokutive und perlokutive Funktion. Das heißt, der Sprecher handelt sprachlich und der Hörer reagiert darauf, sprachlich oder nicht sprachlich. Die Gründe, warum Formeln in einem eigenen Tutorial thematisiert werden, sind dreifacher Natur. Zum einen wird dieser Phrasemtyp innerhalb der Phraseologie meist nur am Rande behandelt und darüber hinaus fast nie auf mehrere Sprachen angewandt. Er wird bestenfalls kontrastiv untersucht, wie zum Beispiel im Buch Routineformeln im Spanischen und Deutschen von Igor Sosa-Mayor. Zum anderen sind Formeln im schulischen und universitären Fremdsprachenunterricht als systematisch vermittelter Lerninhalt praktisch unsichtbar. Dies ist umso bedauerlicher, als gerade die in der Mündlichkeit stark verankerten Formeln für die Kommunikation eine wichtige Rolle spielen, ungefähr so wichtig wie die Kollokation und sogar noch mehr als Redewendungen. Schließlich hat sich auch die Lexikographie nicht sonderlich um die Formeln gekümmert. Viele davon sind in den ein- und zweisprachigen Wörterbüchern nicht einmal verzeichnet. Wir unterscheiden in diesem Tutorial zwischen Routineformeln und Gesprächsformeln. Beginnen wir mit den Routineformeln. Routineformeln sind ritualisierte Ausdrücke, die an eine bestimmte Situation gebunden sind. Wie zum Beispiel die Wunschformel, nachdem jemand genießt hat. That's about $2,000 an ounce. Really? What is the kick of it? Which I never... Gesundheit. A tes souhaits. Du Form. A vos souhaits. Sie Form. Bless you. Gesundheit. Salute. Jesus. Salut. Wir diskutieren hier jedoch nicht die Frage, ob es gemäß Knigge überhaupt schicklich wäre, diese Formel zu benutzen.
Im Übrigen wäre diese Frage interkulturell betrachtet auch sehr schwer zu beantworten, da es nicht in jedem Land üblich ist, in dieser Situation den Gesundheitswunsch zu versprachlichen. Routineformeln sind gesellschaftlich konventionalisierte und kulturell gebundene Phraseme, die semantisch kompositionell sein können, wie Gesundheit, guten Appetit, herzlichen Glückwunsch. Sie können aber auch nicht kompositionell sein, wie Petri Heil, Hals- und Beinbruch, Toi 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 und italienisch In Bocca al Lupo. Oder sie können zumindest nicht vollständig kompositionell sein, wie Aufrichtiges Beileid oder Gute Besserung. Aufrichtiges Beileid ist deshalb stark formelhaft, stark idiosynkratisch und letztlich semikompositionell, weil zum einen das Lexem Beileid außerhalb der Formen Herzliches, Aufrichtiges, Mein Beileid und den Kollokationen jemandem sein Beileid ausdrücken, aussprechen, bekunden, bezeigen, bezeugen, wünschen, nicht existiert. Das kann man daran erkennen, dass das semantisch korrelierende Verb kondolieren heißt. Zum anderen sind herzlich und aufrichtig in diesem Kontext etwas merkwürdige Adjektive, verbindet man doch mit herzlich etwas Positives und mit aufrichtig die Betonung, dass man das, was man sagt, auch ehrlich meint, als könne man auch unaufrichtige Trauer verspüren. Das trifft übrigens auch auf die englische Entsprechung von herzliches Beileid zu. In My Heartfelt Sympathy oder You Have, Please Accept My Heartfelt Sympathy darf das Sympathy auch nicht wörtlich genommen werden. Vielmehr ist es nur etymologisch gesehen sinnvoll, griechisch Syn mit zusammen und Pathos Leid Schmerz. Routineformeln sind wie gesagt konventionalisiert. Sie sind erwartbare verbale Reaktionen auf einen verbalen oder nicht-verbalen Stimulus. Dabei kann der nicht-verbale Stimulus eine eindeutige Situation sein, zum Beispiel wenn jemand zu essen beginnt, dann sagt man guten Appetit, oder wenn man sich zur Mittagszeit auf dem Weg zur Mensa oder zur Kantine begegnet, dann sagt man Mahlzeit. Für den Germanisten Harald Burger bilden Routineformeln neben den referenziellen und strukturellen Phrasemen die dritte Untergruppe von Phrasemen, nämlich diejenige der kommunikativen Phraseme. Er verwendet also Routineformeln und kommunikative Phraseme synonym. Routineformeln zeichnen sich laut Burger dadurch aus, dass sie bestimmte Aufgaben bei der Herstellung, Definition, dem Vollzug und der Beendigung kommunikativer Handlungen haben. Man kann mit ihnen ein Gespräch beginnen. Na, als Filmschritt? Ein Gespräch bestimmen. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Red Deutsch. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst. Was laberst du da? Und ein Gespräch beenden. Ich bin dann mal weg. Burger weist auch darauf hin, dass das phraseologische Kriterium der Polylexikalität nicht durchweg gegeben sei und gibt Beispiele wie bitte, danke, hallo. Entscheidend ist laut Burger, dass wir mit diesen Formeln immer wiederkehrende kommunikative Handlungen bewältigen, die man als kommunikative Routinen bezeichnen kann. Sie sind deshalb primär eine Angelegenheit der Pragmatik. Semantisch gesehen teilen viele Routineformeln das Merkmal der verloren gegangenen wörtlichen Bedeutung mit den Idiomen, wobei Idiome eine neue, idiomatische Bedeutung herausgebildet haben, Routineformeln allerdings nicht. Routineformeln sind laut Burger desemantisierte Wortverbindungen, die nur über ihre jeweilige kommunikative Funktion zu verstehen sind. Burger betrachtet Routineformeln wie Guten Tag und Auf Wiedersehen als desemantisiert, da es nicht darum geht, jemanden bei der Begrüßung einen guten Tag wünschen zu wollen
oder bei der Verabschiedung schon die Freude auf das Wiedersehen auszudrücken. Es handelt sich vielmehr um banale Grußformeln, die frei von Bedeutung sind. Ihr pragmatischer Gehalt ist derjenige der kommunikativen Handlung Gruß. Burger teilt die Routineformeln ein in eine große Klasse, die aus Gruß, Glückwunsch und anderen Arten von Formeln besteht. Jede hat nach Situationstyp eine bestimmbare Funktion, zum Beispiel innerhalb der Eröffnung oder in der Abschlussphase eines Gesprächs. Guten Tag, hallo, tschüss, auf Wiedersehen. Die eingangs erwähnten Fragesätze, das französische «Ça va?» und das deutsche «Was soll das?», enthalten ebenfalls keine wirkliche Frage. Entscheidend ist bei diesen Fragen die pragmatische Funktion des Grußes mit «Ça va?» und zum anderen der Ausdruck der Missbilligung oder Unzufriedenheit beim deutschen «Was soll das?». Bei den eingangs genannten Imperativen verhält es sich ähnlich. Die pragmatische Funktion steht klar im Vordergrund. Der Sprechakt der Überdrüssigkeit wird durch das deutsche »Ach, hören Sie auf!« oder »Vergiss es!« oder das französische »Ne m'en parlez pas« zum Ausdruck gebracht. Andere Routineformeln beziehen sich auf wesentlich spezifischere Situationen, wie diejenige des Beginns einer Gerichtsverhandlung zum Beispiel. Hiermit eröffne ich die Verhandlung. Allerdings bin ich der Auffassung, dass die Kategorie der Gesprächsformeln, die ich im Unterschied zu Burger neben den Routineformeln als zweite Kategorie von Formeln ansetzen möchte, sehr wohl eine phraseologische, genauer gesagt eine nicht-kompositionelle Bedeutung hat. Hierauf gehe ich gleich bei den Gesprächsformeln näher ein. Routineformeln sind zwar im mündlichen Sprachgebrauch besonders häufig, sie kommen aber auch in der Schriftlichkeit vor, zum Beispiel in Briefen und E-Mails, sehr geehrte Damen und Herren, mit freundlichen Grüßen. Die Formelhaftigkeit und strukturelle Festigkeit, die in diesen Sequenzen zum Ausdruck kommen, können zu Burger auch auf Textmuster oder Textsorten zutreffen, wie zum Beispiel auf Formbriefe in der Wirtschaft oder der Verwaltung oder auf Hochzeitsanzeigen. Nun komme ich zu den Gesprächsformeln. Gesprächsformeln sind Ausdrücke wie »Vergiss es«, »Gott sei Dank« oder »Na, wer sagt's denn«, die eine konventionalisierte, aber nicht unbedingt erwartbare verbale Reaktion auf einen verbalen oder nicht-verbalen Stimulus innerhalb einer Kommunikationssituation darstellen. Gesprächsformeln sind im Gegensatz zu den Routineformeln nicht an eine bestimmte, also eindeutige Situation gebunden. Sie stellen oft eine Kommentierung von etwas Gesagtem, Erlebtem oder Vorgestelltem dar und haben gleichzeitig eine pragmatische Funktion, drücken also einen Sprechakt aus, oft Überraschung, Ärger, Ungeduld, Kritik, Ermahnung. Wird's bald? Heute noch? Ich krieg die Tür nicht zu. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich glaube, mein Hamster bohnert. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Da wird ja das Huhn in der Pfanne verrückt. Das ist ja wohl ein Witz. Jetzt haben wir den Salat. Ich möchte einige Aspekte der Gesprächsformeln anhand der folgenden drei Beispiele erläutern. Es geht um... So sieht man sich wieder. Das kannst du deinem Friseur erzählen. Das steht auf Wiedersehen drauf. Alle drei haben eine wörtliche Lesart. Diese Lesart führt aber nicht zur gemeinten Bedeutung. Und aus diesem Grund sind diese drei Formeln, wie die meisten Gesprächsformeln, nicht kompositionell. Ihre phraseologische Bedeutung lässt sich wie folgt erklären, wobei Semantik und Pragmatik, wie gesagt, nicht getrennt werden können. So sieht man sich wieder. Das Adverb »so« ist stark phraseologisch und kann Überraschung, Verlegenheit oder negatives Empfinden der Person gegenüber ausdrücken, wenn man sich zuletzt in einer unerfreulichen Situation getroffen hat. Man sagt das mit einer bestimmten Intonation und dem Hauptakzent auf »wieder«, wenn man jemanden, den man länger nicht mehr gesehen hat, überraschend trifft. Der Stimulus ist also nicht verbaler Natur und man müsste darauf nicht zwingend mit diesem Satz reagieren. Man könnte auch etwas anderes sagen oder die Person ignorieren.
anders als beim Stimulus des Niesens, der der Routineformel Gesundheit vorausgeht. B. Das kannst du deinem Friseur erzählen. Gemeint ist, dass jemand etwas als unglaubwürdig ansieht und dies durch diese Formel leicht genervt seinem Gesprächspartner gegenüber deutlich zum Ausdruck bringt. Der Stimulus ist verbale Natur. Im Italienischen könnte man sagen, a chi la vuoi dare a bere? Wörtlich, wem möchtest du das zum Trinken geben? Oder a chi la vuoi vendere? Wörtlich, wem möchtest du das verkaufen? C. Das steht auf Wiedersehen drauf. Die phrasiologische Bedeutung dieser Reaktion auf einen nichtverbalen Stimulus zielt darauf ab, den Gesprächspartner zu ermahnen, dass er das, was man ihm gerade ausgeliehen hat, wieder zurückgibt. Im Italienischen sagt man hier Si chiama Pietro, torna indietro. Wörtlich, es heißt Peter und er kommt wieder, funktioniert im Deutschen nicht wegen des Reims im Italienischen. Wenn wir Gesprächsformeln im Sprachvergleich betrachten, so kann gesagt werden, dass sie semantisch pragmatisch und natürlich auch auf der Ausdrucksebene in einer anderen Sprache so nicht existent sind, also zumindest nicht in gleicher Weise. So können die Gesprächsformeln, mit denen man jemandem Glück bei einer Prüfung oder einem anderen wichtigen Ereignis wünscht, nicht in allen Sprachen als Exklamation wie in Toi, toi, toi und ich drück dir die Daumen ausgedrückt werden. Auch der Imperativ, drück mir die Daumen oder die Frage, drückst du mir morgen um 10 die Daumen, sind nicht in allen Sprachen möglich. Auch toi, toi, toi kann beispielsweise im Deutschen nicht als Frage oder Imperativ formuliert werden. Toi, toi, toi? Wünschst du mir toi, toi, toi? Wünsch mir toi, toi, toi. Wer also solche Formeln durch die Sprachen hindurch untersuchen möchte, wie dies im Mailänder Projekt FRAME, Phrasiologia Multilingua Electronica, geschieht, der muss die pragmatischen, aber auch syntaktischen Bedingungen beschreiben, denen die folgenden Gesprächsformen unterliegen. Alle drücken das Wünschen von Glück aus. I hope we have a little bit lucky. She crossed her fingers for me. The following formulation is not possible. Cross your fingers. Will you keep your fingers crossed for me? Elle croise les doigts pour lui, croise les doigts pour moi, et on dit moins souvent, tu croises les doigts pour moi? Cruzo o cruzamos los dedos para que? Crucemos los dedos. Pero no es posible decir, me cruzas los dedos para mañana? Ti incrocio le dita. O in bocca al lupo. O anche, incrocia le dita. Ma non si può dire, mi incroci le dita per domani? Sie drückt ihr die Daumen. Drück mir die Daumen. Drückst du mir die Daumen? Im Deutschen geht neben dem Exklamativsatz also problemlos sowohl die Frage- als auch die Imperativform. In den anderen Sprachen ist jeweils eine dieser Satzformen zumindest nicht geläufig. Burger spricht nicht explizit von Gesprächsformeln, sondern von einem Untertypen von Routineformeln, zu dem er Ausdrücke wie nicht wahr, meines Erachtens, ich meine, hör mal und siehst du zählt. Er schreibt diesen Formeln die Funktion der Gesprächsführung zu. Kritisch soll hier jedoch angemerkt werden, dass die Kategorien, die Burger bei diesem zweiten Typ ansetzt, zu heterogen sind. Laut ihm gehören Gesprächsformeln, aber auch Diskursmarker und reine Anfangs- und Schlusssignale, die eher von der gesprochenen Spracheforschung als von der Phrasiologie untersucht werden sollten, dazu. Florian Kulmas definierte in seinem vielbeachteten Buch Routine im Gespräch Routineformen als verbale Stereotype, die erstens funktionsspezifisch sind, zweitens eine wörtliche Bedeutung haben und drittens zur Realisierung rekurrenter kommunikativer Züge dienen, womit die typischen Situationen und die konventionalisierten sprachlichen Reaktionen gemeint sind. Über das Merkmal der wörtlichen Bedeutung kann man allein schon beim englischen bless you, wenn jemand genießt hat, geteilter Meinung sein. Wichtig bei Kulmas scheint mir jedoch, dass er bereits vor mehr als 35 Jahren darauf aufmerksam gemacht hat, dass Routineformeln in den verschiedenen Sprachen eher selten wirklich äquivalent, sondern bestenfalls funktional, also in Bezug auf ihre pragmatische Funktion äquivalent sind.
Die Parameter, die er in seiner Untersuchung ansetzt, sind erstens semantische Äquivalenz, zweitens strukturelle Äquivalenz, drittens sozioökologische Äquivalenz, die im Wesentlichen das Verhältnis zwischen den Gesprächspartnern und den sozialen Kontext meint. Viertens stilistische Äquivalenz und fünftens die Äquivalenz der Gebrauchsnorm, womit die Geläufigkeit, die Häufigkeit und die Aktualität einer Formel gemeint ist. In Bezug auf diese fünf Parameter seien A, das italienische Buongiorno und das deutsche Guten Tag zu 100% äquivalent. B, das deutsche Gesundheit und das englische Bless you sind stilistisch, sozioökologisch und die Gebrauchsnorm betreffend äquivalent, in Bezug auf die Semantik und die Struktur jedoch nicht. Es ist in diesem Fall jedoch die wörtliche Bedeutung gemeint. Gesundheit versus segne dich. Dennoch liegt funktionale Äquivalenz vor, weil beide Formen ja als Reaktion auf einen und denselben Stimulus gesagt werden. C. Das deutsche Guten Tag und das englische Good Day sind nur hinsichtlich der Gebrauchsnorm nicht äquivalent. Da der Ausdruck Good Day, der besonders im britischen Englisch verwendet wird, laut Longman Dictionary of Contemporary English Online, old-fashioned sei und dazu diente, Hello or Goodbye, especially in the morning or afternoon, zu sagen. Aufgrund dieser Bedeutungsbeschreibung sehe ich jedoch auch die sozioökologische Äquivalenz als nicht gegeben, denn bei der Verabschiedung ist Guten Tag im Deutschen eher untypisch und letztlich ist dann auch die funktionale Äquivalenz nicht gegeben. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel anführen, um die Äquivalenzproblematik der Formeln, hier der Routineformeln, zu verdeutlichen. This is a tasty burger. Nehmen wir Guten Appetit im Deutschen. Das französische und italienische Äquivalent Bon Appetit und Buon Appetito scheinen auch nach den Kuhlmannschen Kriterien voll äquivalent zu sein. Anders sieht es jedoch im Englischen und Spanischen aus. Das funktionale Äquivalent zu Guten Appetit wäre eigentlich Enjoy your meal, was jedoch im Vergleich zu Enjoy wesentlich seltener ist, wobei Enjoy als informell gilt. Darüber hinaus sind zwei weitere Varianten im Spiel. Eine diaphasisch höherwertige Variante, Bon Appetit, die aus dem Französischen entlehnt wurde und ein bisschen gestelzt wirken kann, und eine betont nähe- und umgangssprachliche Variante, Tuck in, die allerdings nur im besten Freundeskreis gesagt werden sollte. Das Spanische sieht Buen Provecho vor, welches besonders in Hispanoamerika gesagt wird. Daneben existieren in Spanien die Ausdrücke Que aproveche oder im Plural Que aprovechen, auch Que les aproveche, wenn man mehrere Personen sieht. Guten Appetit kann des Weiteren mit Buen Appetito wiedergegeben werden, wobei diese Formel aber oft außerhalb ihres Formelcharakters, das heißt als Teil einer Kollokation, verwendet wird. Tener buen appetito, comer con tan buen appetito. Es ist hier also aus fremdsprachlicher Sicht gar nicht so einfach, die richtige Variante zu wählen. Im Wesentlichen differenziert Melchuk die Formeln in Routine- und Gesprächsformeln, wobei er die ersten als Pragmatem und die zweiten als Klischee bezeichnet. Ein Klischee ist ebenso wie ein Pragmatem ein lexikalisch-semantisches Phrasem, das zudem, so Melchuk, kompositionell sei. Lexikalisch-semantisch heißt, um dies noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass die Bedeutung von dem, was der Sprecher sagen möchte, nicht frei wählbar, sondern durch den situativen Rahmen geprägt ist. Auch ist die Wahl der Lexeme und Morpheme, die für die Versprachlichung des Inhalts vonnöten sind, nicht frei wählbar, sondern festgelegt. Der Sprecher muss also aufgrund der Situation, dass jemand genießt hat, zwangsläufig Gesundheit sagen, obwohl er vielleicht dieser Person
gar keine Gesundheit wünschen wollte. Innerhalb dieser Gruppe der semantisch-lexikalischen Phraseme unterscheidet der Autor, wie gesagt, zwei Kategorien, Klischee und Pragmatem. Der Unterschied zwischen beiden ist der, dass Pragmatem zwingend durch die Situation, also durch die pragmatischen Bedingungen determiniert seien, während dies bei Klischee nicht in gleicher Weise der Fall ist. Als Beispiele für Klischees werden unter anderem gegeben das französische Quel âge as-tu? Es heißt nicht Combien d'ans as-tu? Wie zum Beispiel im italienischen Quanti anni hai? Oder im spanischen Quantos años tienes? Oder auch nicht Comment vieux es-tu? Wie im Englischen und Deutsch. How old are you? Wie alt bist du? Für Meltschuk ist also selbst eine Frage wie wie alt bist du eine Gesprächsformel, also ein Klischee. Hauptsächlich deshalb, weil man das, was man sagen möchte, nicht anders ausdrücken kann. Damit geht Meltschuk noch über meine Auffassung von Gesprächsformel hinaus. Weitere Beispiele für Klischees sind Formeln wie To make a long story short, im Deutschen etwa langer Rede, kurzer Sinn, If you've seen one, you've seen them all, zu Deutsch etwa einer wie der andere oder eine wie die andere, What's your name? Happy birthday to you. Will you marry me? Wobei meiner Meinung nach gerade die letzten beiden Beispiele, also Happy Birthday to you und Will you marry me, besser bei den situationsgebundenen Routineformen, also den Pragmatemen, aufgehoben wären. Zu den Pragmatemen zählt Meltschuk unter anderem die folgenden Formeln. Homer, I found this behind the radiator. I really think you should throw it away. Suggestion noted. Best before. Mindestens haltbar bis. A consumir avant, consumir preferiblemente antes de, da consumare entro, parken verboten, défense de stationner, no parking, prohibido aparcar o prohibido stacionar, divieto di sosta. Ne pas se pencher au dehors, nicht aus dem Fenster lehnen, it's dangerous to lean out, è pericoloso sporgersi. Alain Pulgaire, Paolo Frassi und Geneviève Flechon widmen sich insbesondere den Pragmatem, also Routineformeln im Französischen. In einem ihrer Aufsätze behandeln sie eine große Anzahl von Routineformeln, die nicht einmal in den bedeutenden Wörterbüchern des Französischen bezeichnet sind, obwohl sie gerade für Fremdsprachenlernende wichtig wären. Hier eine kleine Auswahl für unterschiedliche Kontexte. Wie geht man gleich wieder in Deutschland, England, Italien, Frankreich und Spanien ans Telefon? Kann wohl mal jemand an das verdammte Telefon gehen? Diga? Dígame? Hello? Hallo? Pronto? Sí? Sí, pronto? Hallo? Noch eine Situation am Telefon. Bleiben Sie bitte am Apparat. Ne quittez pas. Please hold the line. Rimanga in linea. Permanezca in linea. No cuelgue, por favor. Mama, schläfst du schon? Ich schlafe, du Idiot. Mit diesem Formular müssen Sie das Rosa-Formular beantragen. Wieso denn nun wieder Rosa? Ohne Rosa-Formular kein Passierschein A38. Schalter 12, Schiege B, Korridor J. C'est pourquoi? Bitte. Oder was kann ich für Sie tun? Can I do something for you? Di cosa bisogno? In che posso aiutarle? Oh! Hi, Garf. Hi. Wo ist der Verkäufer? Augenblick. Ich spiel mal, das kann ich Ihnen helfen, Riff. On s'occupe de vous? Werden Sie schon bedient? Are you being attended to? La stanno già servendo? Ya la tienden? Im Restaurant. Die pragmatische Funktion von Französisch chaud devant, wörtlich vorne heiß,
existiert in anderen Sprachen nur in Form von Vorsicht! Caution, please! Attenzione! Attenzione! Gemeint ist der typische Ausruf eines Kellners in Frankreich, wenn er sich mit einem Tablett voller Getränke und Teller einen Weg durch das Bistro bahnen möchte. Erwähnen möchte ich zumindest noch die stark umgangssprachliche Variante des Deutschen heiß und fettig, die der pragmatischen Funktion des französischen Chaud de Vin entsprechen würde. Béatrice Lamirois, Linguistin an der Belgischen Universität Leuven, bringt noch einige weitere Präzisierungen bei der Beschreibung von Formeln mit ins Spiel. Die Routine conversationnelle, wie sie Routine und Gesprächsformen gleichzeitig nennt, haben weniger einen referenziellen als einen interaktionalen Charakter. Des Weiteren sind sie strukturell und semantisch heterogen. Sie können kompositionell oder nicht kompositionell sein und morphosyntaktischen Restriktionen unterliegen oder auch nicht. Außerdem beginnen sie, jedenfalls im Französischen, sehr häufig mit den Personalpronomina je, tu, on, zum Beispiel je m'en balance, das ist mir Schnuppe, tu parles, von wegen, on s'occupe de vous, werden sie schon bedient, oder mit dem umgangssprachlichen Demonstrativpronomen ça, ça marche, es läuft. Sie sind oft Teil eines Imperativsatzes, dis donc, Ausruf des Erstaunens, etwa ach was oder sag bloß. Ähnliche Befunde dürften sich für andere Sprachen ergeben. Zum Schluss sei noch auf einige weitere bekannte linguistische Publikationen hingewiesen, die das Thema Formeln in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung stellen. So, aus dem Aus. Ich bin raus.